Damen und Herren, Schwestern und Brüder, zum Thema Macht ist natürlich für einen körperlich schon etwas lädierten Menschen wie mir der Besuch im Krankenhaus der größte denkbare Albtraum. Sie müssen sich vorstellen, man kommt in so ein Spital, hat also keine Ahnung, was in einem so einem Körper vorgeht und muss absolut gehorchen. Und hat daher ungemein wenig Ansehen dort. Man ist einfach Objekt der Behandlung. Und das, also für mich ist das wirklich Panik. Also ich habe nur diese Vorstellung, also ich war schon ein paar Mal im Spital, wenn man da so drinnen liegt. Und dann, wenn man alt ist, nicht? Komm, Vaterl. Euren hier eventuell anwesenden Personal in Krankenhäusern, Ärzten, Pflegern, möchte ich jetzt schon androhen. Der Erste, der zu mir sagt, komm, Vaterl, waschen, denn der Schirse. Also, ich habe eine wahnsinnige Angst vor dem ärztlichen Personal. Und ein besonderer Punkt ist der Zahn- und Mundbereich. Und dieser Bereich ist wirklich, also ich war schon lange nicht beim Zahnarzt. Damen und Herren, Schwestern und Brüdern, jetzt haben wir darüber geredet, der Palm und ich, und er hat nämlich gerade in Gumpendorf einen Zahnarzt. Da geht er immer hin und es war in der Nähe von mir. Und weil die Sache wirklich akut ist, also das heißt, mit anderen Worten, ich habe seit 5 Jahren Zahnschmerzen. Also es ist wirklich hoch an der Zeit, einmal mit einem Zahnarzt, also mit der Idee der Zahnbehandlung in Berührung zu kommen. Und so haben wir gedacht, nützen wir meine machtvolle Position hier aus, um das Thema zu behandeln. Und jetzt haben wir den Herrn Dr. Glössl, Zahnarzt in Gumpendorf, gebeten, mit mir ein bisschen darüber zu plaudern. Na gut, man kann noch nichts sagen. Lieber Herr Doktor, danke. Würden Sie Platz nehmen? Das sagt zwei, gell? Sie sagen sonst immer zu den anderen. Das ist eigentlich meine Seite, ja. Ich habe gehört, bei Ihnen heißt es am Anfang immer MTV oder wie heißt das andere? Nova. Oder wie heißt diese andere? Viva, glaube ich, ja. Sie haben einen Bildschirm? Ist auch eine, nein, das ist ja nur ein Mittel, um die Patienten in kurzen Wartezeiten oder in Punkten größter Aufregung abzulenken. Zu sedieren. Lieber Herr Doktor, Eierlikör oder Frukade? Sehr gerne Frukade, nachdem es Libella und Schabesade nicht mehr gibt. Ja, und erst das Kracherl, was so gerocht hat. Na. Darf ich? Na bitte, gerne. Prost. Das ist ja auch ungesund für die Zähne, das hier so zeigt. Zähne sind ja a priori automatisch ungesund. In dem Augenblick, wo man sie benutzt, sind sie eigentlich schon in Frage gestellt. Im Abbau. Ja. Wie der übrige Körper. Ja. Lieber Herr Doktor, ich wohne auch in Gumpendorf. Und es ist ja so, wenn ich jetzt zu einem Zahnarzt gehe, einfach so. Also Sie haben ja keine Ahnung, was sich da drin abspielt. Sie haben ja keine Ahnung. Es ist die Hölle. Und wenn ich jetzt zu einem Zahnarzt gehe, dann bin ich ja in den Augen dieses Zahnarztes überhaupt nichts wert. Der kriegt ja pro Quartal 322, Entschuldigung, 50 oder was. Nein, das richtet sich rein danach an den Leistungen, die wir machen an den Patienten. Und damit ist das, also, ganz einfach gesagt, je mehr hin ist, desto mehr verdienen wir daran. Ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es nicht sehr richtig erträglich ist. Also das heißt, oh, nicht. Ganz und gar nicht, nein. Das heißt, aber ich hab immer das Gefühl, wenn ich jetzt, also sag mal, wie in der Arm war, das war ja bis vor ganz kurzem, habe ich immer das Gefühl, wenn ich jetzt einen Tausender hätte, dann wäre er netter zu mir. Es hängt sicher vom Zahnbehandler ab, im Allgemeinen glaube ich, aber
dass jeder interessiert ist daran, mit seinen Patienten gut auszukommen. Und das ist eigentlich. Aber was hat er davon, wenn er gut auskommt mit dem Patienten? Die ganze Zusammenarbeit funktioniert besser. Ja, aber wenn die Zusammenarbeit nicht funktioniert, dann werden die Zähne früher hin und es ist ja noch besser. Nein, das kommt eigentlich immer darauf an. Nein, wenn sie früher hin ist, ist ja bald nichts mehr da. Ach so, das ist so wie das Möchen und Schlachten. Ja. Würden Sie mich überhaupt nehmen? Sicherlich, gerne. Und würden Sie hier vor diesen tausenden Menschen in dieser Gumpendorfer, in dieser Brigittenauer Halle, würden Sie hier geloben, mich als Person und Mensch zu würdigen und zu ehren, bis uns der Tod uns scheidet? Ich gelobe. Ja, sicher. Dann rufe ich nach Weihnachten einmal an. Na bitte, sehr gerne. Aber, also ich kann ja nur sagen, also Palm ist mit, lobt sie über alle Maßen. Ja, also er sagt, er geht dreimal im Jahr zum Zahnarzt, putzt sich viermal am Tag die Zähne. Und er hat mir hier auch einen Attest gegeben, also eine Erklärung. Erkläre, dass ich einverstanden bin, dass Dr. Klößl meine Zahnkrankengeschichte erzählt. Aber keine Details. Schauen Sie. Können Sie ein bisschen was sozusagen... Hey, jetzt kriegen wir einen Anruf von ihm. Fettwerks nette Leitschuh. Keinerlei Detail. Keinerlei Detail. Sind wir froh? Also, na gut, dann was haben wir da noch? Warum? Herr Dr. Klößl, warum wurden Sie Zahnarzt und nicht Hirnchirurg? Es ist so, dass ich eigentlich immer manuell tätig sein wollte in diesem Beruf und eigentlich in erster Linie... Ja, aber Hirnchirurg, der schneidet ja. Ja, nur ist der Weg, bis man da schneidet, so lange. Und es ist ein mühseliger Weg, jetzt rein hierarchisch gesehen, klinikpolitisch gesehen, bis man in eine Position kommt, wo man sagen kann, man kann das machen, was man möchte. Naja, es gibt viel mehr Ganglien als Zent. Ja. Und, na gut, aber ich meine, ein begnadeter Zahnarzt ist auch was Gutes. Also, ich meine, würde man an meiner Sprechqualität das merken, wenn ich ein Gebiss hätte? Sagen wir zwischen zwei Semestern, alles außer und gleich. Kommt doch an. Kommt auf die Größe, kommt auf ich die Umstände an. Bei mir ist es schon so weit. Ich habe nämlich links, seit wirklich seit 5 Jahren Zahnweh. Und wenn ich da jetzt drauf, also da links kann ich überhaupt nicht beißen. Ja. Jetzt beiße ich rechts, aber da ist mir vor circa 2 Monaten auch die eine Blombe da rausgefallen, die sozusagen die meiste Arbeit geleistet hat. Ja. Jetzt kann ich nur mehr sozusagen von der Mitte weg bis sozusagen halb rechts. Ja? Mermeln. Ja? Und ich war aber jede Menge zu beißen. Ne? Ich komme kaum mehr nach. Ja. Ja, also nehmen Sie auch dieses Quecksilberzeug, das, was man da reinpoppt in die Zähne, diese Schwarzen, die dann so schwarz werden. Das kommt drauf an, nicht? Das ist heute. Das nehmen Sie noch? Das ist heute. Das aber der Palm, hat der Palm sowas drin? Keine Details. Aber... Nein, es ist so, dass es immer darauf ankommt und man muss sich auch bei diesen Wünschen mit dem Patienten verständigen. Was einer will, kriegt er. Ja. Würden Sie abraten davon? Wovon? Haben Sie es drin? Ich habe einen Milchzahn noch. Boah. Sie sind aber ein Streber. Ja.
Das ist klar, dass die Zahnarzt war. Ja, jetzt haben wir. Das ist meine Geburtsmethode. Es kommt alles raus. Es kommt alles raus. Sehr geehrter Herr Doktor, ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie da waren. Ich freue mich, wenn wir zusammenkommen. Ich rufe verlässlich, also ich habe das, Sie haben auch lange Haare und so, also, nein, ich meine, welcher Zahnarzt hat schon lange Haare, ne? Ja. Sie können sich ja bei meiner Behandlung aber tun, also, die wallen lassen. Wallen lassen. Achso, das fällt ja dann ins Gesicht. Na gut, hätte ein bisschen Verkehr, also. Lieber Herr Doktor, vielen Dank. Wir müssen jetzt noch ein, also sozusagen zur Dokumentation machen wir ein Polaroid, dass Sie wirklich da waren. Ja. Lieber Robin, würdest du uns, gefällt Ihnen der Robin ein bisschen? Sehr gut, ja, muss sagen. Ich meine, das ist, bringt uns ja auch. Und wieder alles glänzt und strahlt. Wir werfen. Dosen. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich danke. Fass es an Grund. Sie sind mir über. So, oder? Von unten. Von unten? Au! Aber Sie haben sich vorgenommen, den obersten. Den obersten, ja. Irgendwo hin. Herr Doktor, ich melde mich und sehr ich danke. Klar. Danke. Danke. Danke.